Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Destroy All Humans. So, bevor ich mit der 16. Mission weitermache, schaue ich mal, ob ich alles im Pox Labor habe. Du weißt, was man über einen Furon so, mit einem richtig ist, großen Kopf sagt, durch oder? Erstmal, das Intrigatorstrahl ist auch für Force durch, Iomfetzer ist auch soweit erstmal fertig. Psychokinese auch soweit alles. Hier okay. Sind die Schlüssel. Untertasten-Upgrade. Sei vorsichtig damit, Doppel-Null. Ich meine Krypto. okay, Todesstrahler ist durch. Schallknall auch. Quantenzerstörer. Möchtest du einen noch nicht. Gut, dann gehe ich mal zu der 16. Mission. Die heißt Führer und abgeschossen. Ja, dann würde ich mal sagen, Attacke. Sicht verschwommen, Blase platzt, muss aufs Klo. Oh, mein Schädel tut weh. Krypto, du Trottel. Der erste Schritt ist zugeben, dass du ein Problem hast. Bitte, bitte sag mir, dass ich alleine bin. Oh, danke, großer vorderer Gehirnlappen. Aber wo bin ich überhaupt? Sieht wie ein primitives Labor aus. Ein Käfig und Menschen. Ich werde gegen meinen Willen festgehalten und nicht auf die spaßige Art und Weise. Die haben mich berührt. Ich fühle mich so schmutzig. Okay, das reicht. Ich breche aus und zwar jetzt. Was möchtest du? Das nennst du ein Skalpell? Mit so einem stumpfen Messer würde ich nicht einmal Käse schneiden. Und der Rost, Gott im Himmel. Bin ich ein bayerischer Metzger? Dies ist die Leiche eines Außerirdischen, keine Hühnerbrust. Ich brauche Instrumente, mit denen ich arbeiten kann. Sonst reicht dieses Etwas nicht mal für Hasenpfeffer, geschweige denn für eine Autopsie. Los, ihr habt mich gehört und kauft euch gescheite Anzüge, Idioten. Volle Spannung, Amplitude 100%, sehr gut. Das Aufbewahrungssystem läuft auf vollen Touren. Wir wollen nicht, dass du wegläufst, mein kleiner Schelm. Nicht bevor wir dich nicht untersuchen konnten. Ganz schön empfindlich. Okay, ich bin hier halt in Gefangenschaft. Hat dir schon mal jemand Wie gesagt, heißt du, dass kleiner du ein grauer Miniatur-Lenin aussiehst? Die Wahrheit steckt hier drin. So, okay. Hast du... So, erstmal. Na toll! Und ich musste mich auf der Uni auf Quantenmechanik spezialisieren. So, du hast nichts gesehen. So, erstmal hier die Gehirne mitnehmen. Ja, da wurde ich hier praktisch. Sag mal schnell. Ja. Wurde ich von den Menschen gefangen genommen. Dann will ich mal schauen. Okay, da ist ein Geschütz. Okay, ich soll meine Waffen zurückholen. Hast du eine Ahnung, wie lange ich warten musste, um so eine in die Finger zu bekommen? Ich weiß. Meine Schwester und ich sahen uns immer die... Was ist das? Eine Knarre, Blödmann. Wie sieht das denn aus? Ich sag dir was. Ich war ein Jahr in Korea. Und ich...
Ich hab... Sieht aus wie aus dem Film. Was? Das Ding blüht. Guck dir das an. Hey, so. Denkst du auch, dass die vielleicht... Du weißt schon. Ah, ich kann ja hier noch ein paar Gehirne noch mitnehmen. So. Sprichst du mit mir? Sprichst du mit mir? Ich sehe hier sonst keinen. Außenfels hatte rein! Verirdischer! Ich muss weg! Kleine grüne Mannekes! Nicht schon wieder! Farbenblinde Trottel! Stirb! Erbsengehirn! Hey, wo ist... Was hast du mit meiner Munition gemacht, Affenjunge? So viel zum großen Blutbad. Scheint, als müsste ich deine Gliedmaßen mit bloßen Händen ausreißen, bis ich sie gefunden habe. Mit meinen bloßen Händen. Die Kommunisten kommen! Ich will meinen Vater zurück. Okay, Waffe gefunden, aber keine Munition. Okay. Genug psychokinesische Energie. So, dann nochmal Hirn plündern. Und dann nochmal. Oh, Krypto, du lebst noch? Natürlich lebe ich noch. Da braucht es schon mehr als ein schweres Schädeltrauma, um mich zu erledigen. Wie geht's dem Schiff? Keine Ahnung. Die Menschen haben dein Schiff entdeckt. Du musst dein Schiff finden und es zurückstehlen. Okay, jetzt tanne ich mich erstmal. Als wenn mich das jucken würde. Wo versteckst du? Viel Gegrunze in letzter Zeit. Sind vielleicht Kommunisten in der Stadt? Hä? Gut. Diese Information wird uns helfen, dein Schiff zu finden. Scanne weitere Arbeiter. Die könnte ich haben. Und die. Und die auch. Hey! Oh ja. Okay. So, gib mir mal dein Gehirn. So, 25 DNS. Okay, das sind nochmal 10 DNS. Sprichst du mit mir? Sprichst du mit mir? Feigling!
Was zum Teufel ist in den Armeekisten, die von Monroe Island kommen? Da ist doch nichts, außer das verlassene Fort. Oder? Hervorragend. Ich werde es meinem Vorgesetzten melden. Scanne weitere Arbeiter. Dann ist es sein Problem. Okay, weitere Arbeiter scannen. Nichts fragen, nichts sagen. Ist völlig okay für mich. Ihr da, tragt das zum Schiff. Im Eilschritt zum Lagerbereich. Das hier ist anders als der Zweite Weltkrieg. Hä? Verdammter Ausbildungsoffizier, hat mich einfach versetzen lassen. Hier ist es ja so langweilig. Lass mich du kleiner Mistkerl! Vielleicht sollte ich lieber desertieren. Wann kommen die Kommunisten denn endlich? Ich will ein paar Rote abknallen. Alle haben Spaß. Hab ich mir wohl eingebildet. So. Ah, ich brauch nochmal Psychokinese. Ah. Oliv hier, Kaki da. Was ist da? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mehr sein. Ich möchte wie Sergeant York sein. Oder wie Gomer Pyle. Ist das. Was war das? Da eben nicht. Mein Papa hat im großen Krieg gekämpft. Ist dir jemals in den Sinn gekommen, Krypto, dass diese Menschen, die du gerade getötet hast, vielleicht nützliche Informationen gehabt hätten? Ich spüre die Nähe eines Furon-Düsenpacks. Du wirst es für deine Suche brauchen. Wenn ich mich bald jemanden abknallen kann, drehe ich durch. Irgendwas hatte Jetpack? Ich hoffe, dass Lorraine nichts über mich und ihre Schwester bei der Hochzeit rauskriegt. Ich hoffe, dass Lorraine nichts über mich und ihre Schwester bei der Hochzeit rauskriegt. Mann, war die Nachtisch. Noch nie. Als wenn er unsichtbar wäre. Ich liebe mein Land. Ich liebe meine Flagge. Ah, okay. Mann, ich hasse das Marschieren. Wie konnte er mir nur entwischen? Sind grauenhaft. So. Oh, was habe ich bloß mit meiner Waffe gemacht? Sie ist nicht im Holz, beiß mich! Muss ich erst... Zack. Und weg mit dir? Irgendwo weggeschleudert. So, Jetpack habe ich auch. Ich empfange jetzt Signale von deinem verunglückten Schiff. Es liegt in der Nähe, auf einer Insel. Geh zur Insel. Okay, das sind Geschütztürme. Schnell wieder tarnen. Ah, okay. Okay. Das heißt, jetzt heißt es erstmal. Zack.
So, hier ist auch noch eine Sonde. So, jetzt muss ich halt rüberspringen. So, dann jetzt zu der Fähre. Okay, funktioniert nicht. So. Jetzt einmal darüber. Möchtest du hiervon etwas haben, Weichbärn? So, schnell. Zapomatik. Dein Schiff muss ganz in der Nähe abgestürzt sein. Aber sei vorsichtig. Auf der Insel wimmelt es wahrscheinlich vor Menschenkriegern. Ja, das habe ich ja schon bemerkt. Mal noch ein paar Gehirne mitnehmen. Ja, krieg ich die mit der Zapomatik kaputt? Nein. Hätte ich mich eigentlich tarnen müssen. Na, egal. So, einmal gegen Auskundschaften. Ich bin in der Gewerkschaft. Ich spüre, dass ein Streik bevorsteht. Zurück zu meinen Pflichten. Okay. Obwohl irgendjemand bemerken würde, wenn ich mich vom Armquist ist mein Held. Ach, da ist mein UFO. Okay, komme ich so nicht ran. Die Menschen bewegen dein Schiff. Du musst einen Weg finden, es frei zu bekommen. Mein Kopf sagt Clift, aber mein Körper sagt Brando. Monty, was glotzt Joe mich so an? Er wird da vom bloßen Hinsehen nicht wissen. Ah, oder? Da hinten ist der, den ich brauche. Einmal kurz drum rumlaufen. Was würde Brando tun? Stella! Stella! Ich sollte unbedingt nach Jersey fahren und Onkel Tony besuchen. So, befreie das Schiff. Okay, begib dich zu... Untertasse? Ich glaube noch nicht. Mein Gott, ich hasse meinen Job.
Kiste heben, Kiste bewegen, auf Kiste stellen, Kiste zerstören. Macht keinen Spaß. Oh ja, haltet durch. Ah. Es wird schon wieder. Weg mit dir. Blöde Mistkerle. Du wirst nicht ewig durchhalten. Ende der Pause. Ich gehe mal wieder an die Arbeit. Das ist nicht das Üb. Tschüss. Warum tragen Dockarbeiter immer diese komischen Hüte? Da komme ich mir wie ein kommunistischer Beatnik vor. Na, möchte Polly einen verdammten Keks? Lass. Und tschüss. Ah, die Majestic-Agenten, die müssen erstmal weg. So, zack, einmal als ihn hier tarnen. Hast du je frei, du Ausländer? Ich sollte bei der Arbeit lieber nichts mehr schnupfen. Was denke ich hier bloß? Ich könnte es dir sagen, aber dann müsste ich dich töten. Na, ich will den Majestic-Agenten. Ich bin Majestic-Agent Arbogast. Das Jagen der Furons ist mein Spiel. Ich mag Huffman. Aber ich bringe ihn sofort um, wenn mir jemand den Befehl dazu erteilt. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Wo versteckst du dich? Mit dem Schiff stimmt irgendwas nicht. Ich kann nicht abheben. Die Menschen haben die Energiezellen aus dem Antriebsblock des Schiffs entfernt. Ich empfange das Strahlungssignal der Energiezellen dieses Transportschiffs in deiner Nähe. Okay, jetzt muss ich halt noch ein paar Energiezellen noch bergen. Weil die Menschen haben die Energiezellen rausgenommen. Elvis, das kann ich auch. Hätte ich doch bloß meinen Regenmantel dabei, obwohl ich schon eine Dusche gebrauchen könnte. Okay, über Flugabwehr, normale Geschütze. So. Bitte nicht schon wieder kalte Hackbällchen zum Mittag. Pfui Deibel. Okay, jetzt muss ich sogar noch rüberspringen. Ah. Was mit dem passiert? Er ist gestolpert. Muss mich beruhigen. Alles wird gut. Hilfe! Wir werden von Peter Lorre überfallen! Ich glaube, ich brauche mehr Kaffee. Okay.
So, Gehirne einsammeln. Damit. Du hast dir den falschen ist das Zeit, den Flachmann auf. Ich rieche einen Kommunisten. Und tschüss. Stimmt, Invasion aus dem All! Oh, 50 DNS? Okay, der hat ein großes Gehirn bei sich gehabt. Energiekern fehlt mir noch und okay, auf den Rettungsboot. Du hast es geschafft, Krypto. Du hast die Energiezellen besorgt, die du für den Start brauchst. Geh sofort zu deinem Schiff zurück. So, kehre zum Mutterschiff zurück. Dein Gehirn. Ich schalte dich ab, verstanden? So. So, der ist auch fertig. Einmal hier noch. Sicher. Und noch eins sichern. Oh, da ist noch eine Sonde. Einmal mitnehmen. Tot oder lebendig, du kommst mit. Okay. Die kann ich doch. Ziel, Erfassung nicht möglich. Hast du jemals bionische... Was? Klein!
deine grüne Stinke! Ja. So. So, einmal hier noch die Hygiene sichern, bevor ich dann wahrscheinlich abhaue. Selbst wenn das nur läppische 10 DNS sind, kann man trotzdem immer noch gut gebrauchen. So. Deine Präsenz wurde bemerkt. Zeig dich und ich werde Gnade walten lassen. Oder nicht? Hier ist alles in Ordnung. Erwähnte ich bereits, dass ich... Außerirdische! Aus dem Weg! Riesiger Kampfanzug, kleines grünes Weltraumbaby. Steht schlecht für dich. Ach du heiliger Gabelstapler! So. Kaputt. So, mal schauen. So, Untertaste betreten. Zerstören, oder? So, Flugabwehrraketen sind schon mal zerstört. Aber nicht ganz. Mission erfüllt. Okay. Feuer verwüstet Insel. Behörden leugnen Explosion. Einheimische Aufrührer werden vertraulich gemacht. Ah, okay. So, kehre zum Mutterschiff zurück. Ja, okay, dann kehre ich mal zum Mutterschiff zurück. Hier gibt's ja nichts mehr. Nö. So. Die Behörde hat immer alles geleugnet. So. Neue Mission verfügbar. Ein neues B-Movie wird nun aufgeführt und Autobox hat ein neues Upgrade erforscht. Okay, einmal kurz zum Box-Labor. Etwas für deine Waffe? Mal schauen. Oder ein Gehirnimplantat? Ja, deine Untertaste könnte ein paar Verbesserungen gebrauchen. Du solltest vielleicht sorgsamer damit umgehen. So, Quad-Zerstörer. Erhöht Munitionskapazität und Wirkungsradius. Ich hatte mehr erwartet, für 1000 DNS nehme ich sofort mit. Das Untertassen. So, dann habe ich noch einen neuen B-Movie. Wo war das nochmal? Führungspropaganda? Nee. Ach, hier war's. Bei den, Dingensdag-Kirchen. Okay, B-Movie, das war halt die, Sequenz, wo man abgeschossen wurde. Halt,
Ja, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Mal schauen. Nächstes Mal geht es halt in der Hauptstadt weiter. Krypto allein in der Hauptstadt. Okay. Okay, hier war es Uniontown. Na gut, wie gesagt, nächstes Mal geht es dann mit Krypto allein in der Hauptstadt weiter. Ansonsten war es das wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.